Willkommen, Freunde, zurück bei Skyrim. Ja, ich weiß, wir können Level aufsteigen später. Wir haben hier Barbas, dem wir jetzt auch folgen, und deswegen werde ich mal eben hier die Quest entfernen, weil ich jetzt einfach nur diesem Hund nachlaufen möchte, ohne Ablenkung. Barbas, ha. Mal gucken, wo er uns hinführt. Wuff, wuff. Da vorne ist irgendwas. Ja? Barbas, du armer Schoßhund. Naja. Bell doch noch lauter. Vielleicht hatte ich einer noch nicht gehört. Das sieht auch wieder aus wie ein Bandit oder sowas. Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azor. Ja, dann pilger mal. Wir sind da mal weg. So. Ja, hier waren wir ja schon. Hier haben wir schon alles gelöst. Der Hund ist einfach nur blöd. Läuft er genau in die... Das ist ein Ernst, Mann. Lydia ist genauso dämlich. Da kam Kessel. Was denn? Schön weiter. Wo ist er? Da. Der Hund hat... Eigentlich müsste der Hund der Deutsche schneller sein. Aber, naja. Oh, das ist ein Hirsch. Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Wo ist der Hund? Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Großartig. Danke. Der Bastard hat mich bestohlen. Aber den erwische ich schon noch. Ihr seid gewachsen? Wo ist er? Shit. Sie hat den Hund aus den Augen verloren. Verdammt. Da steht er, oder? Nee. Hä? Oh, verdammt. Wo ist der? Ich dachte, er wird auf uns warten. Scheiße. Nee, das ist ja Quatsch, das wird uns jetzt dahin führen. Konnte man es irgendwie aufheben? Trotzdem hierhin? Wo ist der? Nee, ist doch Quatsch. Das ist doch blöd. Habe ich jetzt irgendwie... Ich gehe mal zurück. Vielleicht ist der Hund wieder da unten. Shit. Hund aus den Augen verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, das regt mich auf. Der Pilger. Oh Mann, ey.
Ich hoffe, der Hund ist wieder da unten, sonst, tja. Wo führt er mich hin? Wo, hä? Ich hab doch nicht vor, damit etwas zu verbrennen, oder? Nein. Jetzt führt er uns wieder zurück, sag mal. Ey. Witzig. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Was für eine Maschine. Ich verstehe das mit dem Hellsinn-Zauber hier nicht immer, aber vielleicht führt er uns ja zum Hund. Obwohl... Scheiße. Wartet mal. Ich gehe mal wieder dahin, wo wir einen Hund ungefähr verloren haben. Vielleicht ist er da ja irgendwo. Ich will diesen Hund wiederfinden. Jetzt komme ich erst einfach. Mann, ey. Ist das blöd? Ist das blöde? Naja, wenn ich nicht finde, warte mal, hier sind wir gar nicht hergekommen. Stopp. Denkfehler. Zurückmarsch. Hier wird doch falsch. Hier bin ich doch komplett falsch. Zurück. So laufe ich mich ja auch noch. Sorry, ich weiß echt nicht mehr, wo ich her muss. Mist. Hätte ich doch da noch weiter gemusst? Wenn die Hand jetzt wieder in die Stadt führt, dann... Der führt uns wieder in die Stadt. Wir sind von hier gekommen. Zauber kann man echt vergessen manchmal. Ist doch nicht normal. Und wenn doch jemand will, dass man ihm hilft, dann wartet man doch gefälligst. Mal gucken.
ob wir den Hund noch finden. Sonst vielleicht irgendwann mal zufällig, wenn der, dass wir wieder über den Weg laufen. Da ist er. Ne, das ist das Reh. Ah! Blöd ist, dass man hier auch noch. Obwohl ist ja gar kein. Er kann ja eigentlich nur hier oben. Wir sind hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Hey, vergiss mir nicht. Wow. Was war das denn? Alter! Okay, ich habe nicht mehr gespeichert. Das heißt... Scheiße, ich habe verdammt lange nicht gespeichert. Oh Mann! Nee, stimmt, als ich den... Das habe ich auch noch. Was? Wollt ihr. Wartet mal. Eigentlich müsste jetzt hier draußen gleich der Hund wieder sein, hoffentlich. Können wir da einfach nochmal weitermachen? Bitte sei einfach da. Komm schon. Kein Hund. Dann reden wir noch mal mit dem Schmied. Wir haben auch. Da muss ich wieder ganzen Sachen erst verkaufen. Verdammt! Wenn da einmal von irgendwo vergisst zu speichern, das kann ich. Hi. Habt ihr einen Hund auf? Auf der Straße. Nein. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, ja, gebe ich euch Gold. Ihr könnt euch ein wenig Gold verdienen, wenn ihr erfolgreich seid. Also, seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Ist alles gut. Loyalität ist besser. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Komm schon. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Moment, habe ich jetzt den... Ich habe den Bogen verk... Den Bogen brauche ich noch. Meine Güte. Ist einfach schon wieder zu spät. So. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Ein bisschen Konzentration jetzt nochmal. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Nein. Auf der Straße? Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich ja Gold. Ihr könnt euch ein wenig Gold verdienen, wenn ihr erfolgreich seid. Also,
Seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Stahl ist gut. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Okay, jetzt. Das kann weg. Die können beide weg. Du kannst weg. Das kann weg. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ich gebe euch Deckung. Eine Rüstung benötigt. Wie kann ich euch dienen, Tame? Ich glaube, es hat kein Schild mehr. Sie braucht ein Schild wieder. Vierundzwanzig, siebenundzwanzig, neunundzwanzig. So. Nur die Mutigen sind in diesen Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Das kann verkaufen. Nein. So. Denkt daran, guter Stahl ist jeden Septim wert. Da müsste der Hunter jetzt wieder da sein. Das ärgert mich jetzt. Quasi einen ganzen Part für nichts. Da ist er. Wobei sollte ein Hund Hilfe benötigen? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Er kann gleichzeitig reden und bellen. Ihr seid also ein kleines, verirrtes Schoßhündchen? Ja, los. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Ja, und diesmal passen wir auf. Reise mit Barbas zum Schrein. Da will ich mal irgendwas gucken. Okay, wartet mal. Ich werde das jetzt hier direkt wieder rausnehmen. So. Okay, es steht beides auf Flamme. Und lass mich jetzt auch von keinem anquatschen. Ich bleibe jetzt bei dem Hund.
Da vorne ist der Pilger auch schon wieder. Komm schon, war was ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Nein, ich öffne das Fähigkeitsmenü jetzt nicht. Wow, wow, wow. Bleibt er schon wieder da hängen? Da willst du mich verarschen? Ja, komm. Na, da ist er, okay. Doch weiter hier hochgegangen. Wo bist du wohl dann abgeblieben? Was sollte? Also, sie haben eine Flammenresistenz. Hey, wir haben Feuersalz, perfekt. Speichern. Und weiter. Wo willst du hin? So, ich denke mal, da wir in dem Part ja nicht viel erreicht haben, werde ich den jetzt machen, bis wir da sind, wo der Hund uns hinführt. Und im nächsten, ja, auf jeden Fall machen wir noch so lange, bis wir da sind. Und dann schauen wir mal weiter. Mein Hütte ist der Stall. Was denn? Und jetzt? Ach, hier sind wir. Wo ist der?
Was sind die denn? Wo ist der Hund jetzt schon wieder abgeblieben? Hä? Ja, wen denn? Wo ist der Hund? Der macht mich noch wahnsinnig. Eieieiei. Tja, und der Hund ist wieder weg. Ich hab doch gar... Ach so, ja. Der Hund ist weg, deswegen haben wir jetzt wieder das andere, oder... das ist nicht normal. Freunde, ich würde sagen... Das war's für heute, keine Ahnung. Klappt nicht so besonders gut heute. Mal gucken, ob der Hund jetzt wieder an der Straße sitzt. Das gucke ich auch direkt... Nö. Haben wir es verkackt? Haben wir es mit dem Hund verhauen? Keine Ahnung. Da waren wir. Da haben wir einen Hund verloren. Da, weil wir jetzt das andere haben, ich hatte es herausgenommen. Deswegen vermute ich mal, dass wir es mit dem Hund... irgendwie... Waren wir zu weit weg von dem Hund oder was? Ich verstehe es nicht. Er saß ja nur hier rum. Er hat ja nichts mehr gemacht. Waren wir ihn versehentlich umgebracht? Nee. Tja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Würde mal sagen, das war's für heute dann. Ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wenn. Vielleicht finden wir ihn irgendwann wieder, wer weiß. Auf jeden Fall sage ich erstmal bis dahin, Freunde, und. Du bist mit der Fackel. Und ciao.